Die meisten Menschen kennen ja Krokodile nur als Taschen oder als Schuhe. Ja? Aber wir hatten hier echte Krokodile zu Gast. Richtige, echte, lebendige Krokodile. Und die wenigsten wissen, dass Krokodile vorher auch mal echte Tiere waren. Aber es ist wirklich so. Und diese Bilder, die Sie jetzt sehen, sind spektakulär. Hier sind die besten Gäste, Teil 3. Man sagt, du hast einen Vogel, jetzt hast du zwei. Kann er sprechen? Ja. Eine Hand, ja, guck mal, ja, nein, da war ich dabei. Kopf von Krokodil muss hoch. Kopf von Krokodil, Kopf von Krokodil muss hoch. Luft holen. Zum Arzt gehst, ja. Ne, sagte Herr Kelly, das kann nicht gut sein für den Körper, in dieser Frequenz das zu machen. Man oder sagen die alle, bitte, Herr Kelly, solange Sie nicht singen, ist mir alles egal. Kannst du dir die Rollen aussuchen im Moment? Ich glaube, dass ich momentan schon viele, also viel mehr Angebote als vorher habe und schon auch auswählen darf, ja. Ich mache aber gar nicht viel. Also Fucky Goethe ist der einzige Film, den ich dieses Jahr gedreht habe. Also, wenn ihr nur 3 Monate, was machst du denn in den anderen 8 Monaten? Saufen. Des, 9 sind es, glaube ich. Ja. Oh, was hast du gesagt? Hat sie vielleicht gesagt, sie möchten von mir? Bitte was? Ich möchte ein von mir. Das, ich hab schon. Langweilig. Der Film macht viel Spaß, sehr unterhaltend. Sieht so aus, ja. Sieht so und aus. Ist sehr lustig. Ja. Und es gibt gute Musik und schöne Menschen auch. Okay. Ne? Schöne Menschen? Joko Winterscheidt. Ach so, ne? Joko Winterscheidt. Das erwähnst du außerordentlich auffällig häufig irgendwie. Ja, ja. Ja, weil ich das wirklich finde. Weil manchmal gucke ich ihn an und denke mir so... Der ist schön. Zur Schule gehen, zur Schule gehen. Mathe, Deutsch, Latein. Zur Schule gehen ist super schön. Was könnte schöner sein? Dann grüß ich meine Lehrerin schon morgens auf dem Gang und sag, hey Bitch, was geht ab? Die Ferien waren zu lang. Ich will lernen, immer lernen, denn ich möchte auf die Universität. Kann man die leicht absetzen? So dass ich zum Beispiel auch mal die Ja, ich habe schon gehört, Krone. Dass du so eine Krone... Ja. Fetisch hast. Deswegen habe ich dir Was habe ich, einen Kronenfetisch? Deswegen habe ich dir jetzt mal eine Immer wenn Miss Germany da war, in den letzten Jahren war ja immer mal wieder Miss Germany da. Was heißt denn, diese kleine Pieselskrone oder was? Aber die ist auch schön. Wie viel muss man trainieren? Also ich trainiere 3-mal die Woche. 3-mal die Woche ran. Also ja. Man muss nicht täglich ran. Nee. Man kann sich auch noch ein bisschen Zeit für die Schule nehmen. Ja. Ja. Wie ist das in der Schule? Sind die anderen, haben die Respekt? Ja. Am besten brauchst du jetzt, wenn du das hier mal vorführst, zur Sicherheit, dass hier einer aufpasst, dein mein Vater. Ja, der ist hier. Das ist dein Vater Ingo.
Können Sie mal kommen vielleicht und uns ein bisschen helfen? Jetzt wird mir einiges klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist okay, reicht, reicht. Gar nicht so viele Sänger sängerisch parodierbar in Deutschland. Es gibt Udo Lindenberg, da kommen sie. So, aber dann wird es schon dünn, ne? Also Westernhagen habe ich noch nie parodiert gehört. Also es wird schwer, ne? Also ja, meine Kinder parodieren mich auch. Also meine Tochter habe ich mal gerufen und dann hat mein Sohn geantwortet, ich bin hier! Viel Glück, Elton, ne? Ist ja gut. Ich, ne? finde, ich finde, das schmeckt alles gut, aber das mit dem Toast ist tatsächlich keine schlechte Idee. Ist nicht schlecht, ne? Mhm. Was kannst du schnell zu Hause machen? Das ist allerdings so, ich habe immer, also während der Sendung kriege ich immer Hunger abends. Ja. Und dann schmeckt mir eigentlich alles, wenn ich Hunger habe. Ne? Okay, alles klar. Weißt du, Hunger ist der beste Koch, sagt man immer, ne? Nicht Hänsler. Nee, nicht. Auf der Flucht rutscht dem Täter die Kapuze vom Kopf und seine abstehenden Ohren werden sichtbar. Die Polizei hofft, ihn durch diese anatomische Besonderheit identifizieren zu können. Hände hoch! Hände hoch! Die beste deutsche Ein-Mann-Boygroup, die es gibt.